Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einsames Ark. So, mittlerweile, ich bin gerade ins Spiel rein und habe dann bemerkt, ich stehe draußen vor der Tür. So, warum auch immer. Unser Fleisch gammelt noch, ich habe noch 16 Betäubungspfeile. Wir warten noch auf Gammelfleisch. Ich gucke mal, was hier los ist. In dem Mörser. Wir haben noch Beeren, ich habe hier auch noch Narkobeeren. Wir brauchen das Gammelfleisch. Okidoki, wir gehen noch mal raus. Ich hoffe, der Spielsound ist jetzt besser. Ich habe keine Ahnung. Also eben im Test war es ganz gut. Wir laufen jetzt hier draußen noch mal ein bisschen durch die Gegend und gucken mal, Alter, wie viele Trikes und Scheiß. Wer braucht denn sowas? Ja, ich hoffe, der Kano auf der rechten Seite ist nicht mehr da. Da vorne kommt Loot. Sehr gut, ein Loot. Wir gehen da mal hin, aber der ist noch gar nicht unten, ne? Wie lange dauert das noch? Ach du Heiliger. Ja, das dauert noch ein bisschen länger. Sollen wir noch ein paar Beeren pflücken? Was dauert so lange? Ja, mal schauen, mal schauen. Wir könnten natürlich auch noch ein bisschen Metall farmen aus diesen kleinen Steinhäufchen hier. Auf Rex Island ist das ja leider ein bisschen anders. Da kriegt man nicht überall Metall und so. So, mal gucken, was hier los. Ja, ganz ehrlich, also die ganzen Dinos laufen alle da hinten rum. Ist vielleicht auch ganz gut. Erstmal noch. Gut, pass auf. Wir bauen uns jetzt ein bisschen Metall ab. Wir haben ja jetzt eine Metallpicke. Mal hoffen, dass wir auch ein bisschen was rauskriegen. Zwei. Nicht so doll. Also, wenn wir so weit sind, brauchen wir einen Flieger, damit wir irgendwie, und wenn es erstmal so ein Pappvogel ist, dass wir uns ein bisschen umgucken können nach Metallspot irgendwo. So weit, so gut. Ah ja. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis der Loot runterkommt. Aber reichlich ein bisschen. Wo ist der denn? Ach, da kommt er. Vielleicht kann ich den aufmachen, aber ich werde in der Zeit mal ein bisschen farmen. Stroh und Holz und sowas. Bis der da ist. Dann gucken wir, was da drin ist. Dann lohnt sich das auch. Ich hoffe. Ich hoffe. Wir werden sehen. So, der Baum ist platt. Nehmen wir uns den nächsten vor. Diese Aufnahmesession hier startet übrigens noch kurz bevor ich zur Arbeit muss. Aber ich möchte natürlich die Arc-Folgen noch weiterführen. Das ist doch. Wäre ja doof, wenn dann irgendwie 3 Tage nichts kommt. Also von daher muss ich dann immer sehen, dass ich wieder vorarbeite, damit wir dann auch was haben hier. Ist er gut unten? Nein, da kommt er. Okay. Kleine Sekunde, die Palme schaffen. Er ist okay. Ach, da, da. Diese Palme, die hält gerade aus. So, nun ist sie weg. Und der Loot ist da. Wir können den öffnen? Wir können den öffnen. Was ist denn drin? Ein Fiumia-Sattel, na, ein Glück. Ach, na gut, wir nehmen ihn trotzdem mit. Wer weiß, vielleicht nur ein Sattel. Vielleicht zähmen wir uns doch das Schwein. Wir hatten doch hier das Megaschwein. Wo ist denn das? Komm mal her, bist du das? 179, nee, ist klar. 179 Pfeile. Und du bist? 55. Naja. 55er Schwein. Was kann man da denn? Ach, guck mal. Hier sind sie, die Trilobites. Die sind natürlich auch cool. Level 6. Möchte ich töten? Und rennen dabei blind links in den Kanu wahrscheinlich, der hier immer noch irgendwo rumsteht. Weil es genau in die Richtung geht. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Wir machen es mal in die andere. Bam, genau. Lauf da lang. Lauf andersrum. So ein Trilobite zu killen ist gar nicht so einfach, oder? Alter, das ist nur Level 6. Was hält denn das Ding aus? Geh weiter. Wieso weiter? Stirb. Ah, die haben Öl, ne? Oder so? Ja, sehr gut. Chitin und Öl. Sehr gut. Schwarze Perle sogar, auch geil. Und normale Perlen. Sehr gut. Immer her. Aber da bin ich natürlich ganz froh, wenn die ein bisschen was aushalten. Da haben wir schon mal Perlen. Sehr gut. Ja, so was ein Bronto-Zähmen? Nein. Nein, nein, nein. So.
Wir müssen aber... wir müssen irgendwie ein bisschen leveln. Wir müssen ja gucken, dass wir irgendwie weiterkommen, damit wir uns... Ich kann erstmal abladen. Was war das denn? So. Erstmal abladen. Den Sattel und so, das wie ich ja alles. Die Perlen rein, Öl rein, Chitin rein, Sattel rein. Ein bisschen leveln. Dass wir irgendwann auch den Pteranodon Sattel lernen können. Ich kann ja mal gucken, welchen Level ist denn der? Pteranodon, den Raptorsattel. Proctodon hier unten. 38. Ey, 38, Junge. Wir sind Level. Level 27. Ja, also das sind noch massenhaft Level, die wir hier... Oh, das ist natürlich blöd. Aber gut. Wir schmeißen erstmal unsere 6 Metall hier rein. Natürlich nicht so doll. Ich wüsste jetzt auch nicht hier in der Nähe, wo man irgendwie sonst wie Metall abbauen kann. Ja, im Moment einfach nur um Steine zu bauen, dabei dann vielleicht irgendwie ein bisschen Metall mitzukriegen, aber das war's auch. Hier vorne gibt's nichts. Aber wir werden einfach mal gucken, dass wir ein bisschen abbauen. Ach, guck mal, wenn ich jetzt... Alter! Guck mal, wenn ich jetzt einen ganz normalen Stein hier abbaue, kriege ich richtig viel Metall. Das wusste ich nicht. Sehr gut. Oder wollte ich jetzt doch hohe Metalle kriegen? Okay, ich, hat sich gerade erledigt. Sehr gut. Wir so tragen. Ja, bestimmt. Ey, das wusste ich nicht. Das ist natürlich gut. Und ich wundere mich, wo ich jetzt wohl Metall herkriege. Ich muss ein bisschen auf mein Gewicht achten, nicht, dass ich gleich nach Hause bin. Oh, wir bringen es erstmal weg. Das war der mittlere Stein. So, erstmal wegbringen. Ich hoffe wirklich, dass der Spielsound jetzt läuft. Manchmal ist OBS echt ein bisschen nervig. Und wenn man es dann neu startet, zu der neuen Session irgendwie, dann ist das irgendwie alles anders als davor. Alles ist irgendwie umgestellt, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe, das passt jetzt. So, das Metall rein. Ja, das ist ja geil. Dann haben wir ja richtig gut Metall. Tada. Sehr gut. Wir holen noch ein bisschen was. Sehr schön. Hallo, Schwein. Na? Gut da. Ja, das war der mittlere Stein, ne? Wo bin ich? Nee, der nicht. Da sind die. Das wusste ich jetzt nicht, dass auf Rex Island mit einer Metallpicke auf Steinkloppen mehr Metall bringt als Stein. Oh, das ist natürlich praktisch für uns. Wir kommen ja gut voran. Sehr gut. Metall brauchen wir auf jeden Fall. Dann können wir uns auch gleich mal eine Metallpicke bauen. Das würde ich doch begrüßen. Und sehr lang anhalten, dieser Stein. Ja, ich vertraue. Oh, unsere Ausdauer geht ganz schön runter. Aber okay, ist okay. Nur nicht in Ohnmacht. Ja, kriegen wir ordentlich Metall raus. Das ist ja geil. So, den haben wir platt. Okay, doggy. Dann wollen wir erstmal sehen, dass wir nach Hause kommen. Ja. Ja, wie gesagt, ein Flieger wäre nicht schlecht. Mhm. Damit wir ein bisschen erkunden können. Ich will jetzt auch nicht zu Fuß ins Redwood-Biom oder so. Ich glaube, bis dahin kommen wir gar nicht. Wir können natürlich auch das Mörderschwein zähmen und... Aber ich glaube, es hält dann auch nicht so viel aus. Okay. Also ein Flieger wäre schon gut. Es ist ja auch eine sichere Variante. Oh geil, wir haben echt voll gut Metall hier. Sehr gut. So, ich könnte mal die Steine abladen. Die sind ja auch so voll hier. Jetzt bin ich so übergewichtig. Bin ich sowieso. Muss ja nicht sein. So. Fasern. Ja, die Bären und den Quark hier, den brauchen wir eigentlich im Moment noch nicht. Aber gut, lassen wir mal drin für eventuelle Hungersnöte. So, unser Fleisch ist auch gleich soweit. Das ist schon mal gut. Mal gucken. Dauert noch ungefähr, nee, nicht ungefähr, sondern 40 Sekunden. Juhu. 40 Sekunden. Ich könnte in der Zeit diese Beeren mal essen.
Dann sind wir sie los. Brauchst sie nicht tragen. Hat sie gegessen. Warte, warte. Oh, so eine noch nicht. So, Bola haben wir noch ein bisschen, wa? Boah. Eine Bola haben wir noch. Scheiße. Was braucht eine Bola? Bola. Stein und Leder. Mach ich sowas noch? Bis das Fleisch verdorben ist, können wir nochmal gucken. Stein weiß ich, aber auch noch Leder. Hier nicht. Hier gar kein Leder mehr, oder was sind das mir sehen? Ich glaube, das Mary war noch was. Mal gucken. Ja, 61, wenn wir die Hälfte nehmen. Steine habe ich hier natürlich jetzt ausgerechnet nicht. Also dann nehmen wir hier mal die Hälfte. Und bauen uns noch ein paar Bolas. Ja, nehmen wir ruhig 5. So. Vergammelt ist das Fleisch jetzt auch. Sehr schön. Dann wollen wir noch mal gucken, dass wir noch ein paar Narkotics herstellen. Jo, Metall läuft durch. Sehr gut. Ich bin so begeistert. Ja, der Sattel für einen Petri ist natürlich ein bisschen... Das ist natürlich blöd. Aber bis dahin hochleveln. Ja, sehen wir. Na, genau das, was wir brauchen. Machen wir mal hier draußen noch weiter Flur. Nehmen wir noch ein bisschen Gewicht. Genau. So, jetzt bin ich Level 28. Was war das vorhin? 38? Naja, das ist noch ein bisschen hin, ne? Das ist noch ein bisschen hin. Oh, Löcher hier. So, wir holen noch ein bisschen Metall. Vielleicht können wir dadurch besser leveln. Ich hoffe. Das wäre natürlich nicht schlecht. Und gleichzeitig haben wir mehr Metall. Aber der... Die XP scheint ganz schön zu steigen, wenn ich das mal so richtig sehe. Cool. Hoffentlich greifen uns jetzt nur von hinten nichts an. Komme ich mal kurz um, aber ich sehe jetzt eigentlich nichts Bedrohliches hier. Nö. Alles schön Fleischfresser. Genau, und dann Pflanzen werden. Jo, Metall brauchen wir auf jeden Fall. Dann wollen wir gleich nochmal gucken, ob wir irgendwas umnieten können. Ob wir nochmal eine Anke finden, die nicht gerade Level 386 ist. Damit wir noch ein bisschen Leder rankriegen. Jetzt müssen wir nach Hause. Meine Picke ist kaputt. Ja, nach Hause schnell reparieren. Das können wir ja, glaube ich, dann machen. Wir haben ja jetzt genug Metall. Können wir das auch gleich nochmal abladen. Jo, da. Ja, rein mit. So, ich bin nicht Missy. Und dann hoffe ich, können wir die reparieren. Können wir. Wieso willst du die fallen lassen? Ey, da dauert's. Na, nimm doch. Nimm doch. So, also nochmals, Missy. Alter Vater, echt. So, reparieren meine ich. Schnell nochmal das Metall loswerden. Und wir haben noch ein Gammelfleisch. Schnell rein damit, solange wir noch Bären haben. Gut. Warte mal. Hab ich nicht eben von dem... Guck mal, ich habe hier 70 Fleisch. Alles aufteilen. Ja, super. Machen wir jetzt erstmal so. Nehmen wir die Spitzhacke wieder mit. Ist sie repariert? Ja, perfekt. Nehme ich. Und weiter geht's. Ja. So schöne Flieger hier, ey. Na gut, die sind natürlich, was man braucht, ist dann so Level 13, ne? Und Level hast du nicht gesehen. 13 wäre ja schon viel. Level 3. So. Ja, nur will ich jetzt natürlich auch keinen zähmen, noch nicht. Also keinen Petri, wenn ich ihn nicht liegen kann, weil ich kann ihn irgendwo landen und dann steht er da ein bisschen doof. Im Moment sind die Anfangsfolgen natürlich alles noch viel Farming und so weiter. Aber das muss ich eben sagen. Ihr kennt das ja sehr. Nehme ich mal an. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja, wenn ihr arg erst anfangt oder so, Farmen ist das A und O. Das gehört zum Survival dazu. Und ich krieg aber ganz gute XP dabei. Der Pfeil ist schon fast wieder halb voll. Sehr schön. Sehr schön. Oh, meine Ausdauer geht runter wie blöd. Das hätte ich vielleicht auch mal leveln sollen. Na gut.
Bringen wir es erst weg. Oh, solange das hier so ruhig bleibt, ist ja alles in Ordnung, oder? So, ich würde aber gerne für uns einen anderen Bauplatz suchen. Das ist zwar schön hier, solange hier kein Kano rumrennt. Aber wer weiß so genau, wann der nächste hier auftaucht. Einer war schon da. Also. Und wenn der dann 169 ist oder was weiß ich, haben wir auf jeden Fall total abgelost. Das geht natürlich gar nicht. Also, wir machen uns erstmal Metall fertig. Wo ich das jetzt? Da so und schon wieder 90 Steine, Digga. Aber das ist cool. Metall kriegen wir ja gut ran jetzt. So, Steine weg. So, Ressourcen ist ja alles. Wollen wir mal gucken. Können wir uns hier so eine Picke, Metallbahn und Holz. Gut, dass wir S+ haben. Achso, dann reicht ja, warte mal, dann reicht das ja so. Holz haben wir keins. Ich habe kein Holz. Wieso denn nicht? Warte mal. Alles verbraucht? Oh, hier ist kein Holz. Und hier ist auch kein Holz. Ja. Dann, müssen wir mal Holz nehmen, schnell. Das kann es ja nicht sein. Hier sind genug Palmen. Auf geht's. Ja, ich hoffe, dass wenn wir dann soweit sind, wir auch wirklich einen guten Petri finden hier. Der muss jetzt auch nicht 179 sein. Aber schön, dass du. So, und so sieht's denn aus, wenn man den Mute-Knopf nicht wieder zurechtdrückt. Ich muss ab hier an leider nachvertonen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich habe wohl irgendwie die Mute gedrückt und habe das nicht mitgekriegt. Okay, also Holz holen. Und die Rede war von einem Petri. Ne? Der muss nicht so hoch sein, aber höchstens so, also höchstens, mindestens so, dass wir gut über die Map fliegen können und ein bisschen uns einen neuen Bauplatz auskundschaften können. Das wäre schon schön. Ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt erstmal Materialien. Holz rein. Und die Picke gebaut. Jawohl. Mit der Metallpicke kommen wir viel besser voran und wir können uns auch so einen Metallspeer hier jetzt craften. Aber wenn uns dann irgendwas angreift, dann gibt's richtig ein mit. Die hält länger, ne? Die hält einfach länger. Was sollen wir machen? So, weiter geht's. Na, ich hoffe ja, also dass ich das langsam auf die Reihe kriege. Ich weiß auch nicht, wieso ich Mute gedrückt hatte. Und nicht wieder zurück, also das kann ich nicht sagen. Völlig bescheuert. Aber gut ist natürlich, dass wir jetzt wirklich Metall im Überfluss haben. Wenn jeder Stein so ist, überall auf der Map, dann gibt es ja gar keine Metallprobleme mehr. Oder? Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, weil eigentlich war ja die Herausforderung, immer Metall zu finden. Also, und zu transportieren, natürlich. Und wenn man jetzt an jedem größeren Felsen hier Metall kriegt, ohne Ende, ja irgendwie, ja weiß ich nicht, der Druck auch raus. Aber okay. Wollen wir mal zufrieden sein. Wollen wir mal zufrieden sein. So. Mal gucken wir hier noch. Das sind Platz haben wir ja noch. Auch sauer schon gut. Gut. Mal sehen. Ich bin ja kein Profi und da kann das schon mal passieren, dass man mir drückt und mal hustet oder niest oder was auch immer und vergisst es wieder umzuschalten. So, ja, die Fleischfresser sind alle ruhig, alles ist gut. Kein Rex, kein Giga, kein Kano, kein Nix. Sehr schön. Ja, aber wir sollten uns bald ein Tier zähmen, das irgendwie was transportieren kann. Wir haben ja auch nicht genug Nagelbeeren, man sucht sich ja tot nach den Nagelbeeren. Aber schön ist das nicht. Nun, wir bräuchten auch irgendwas Bärenfarmt. Vielleicht finden wir was Schönes. Aber erstmal bring das Metall weg. Welches Level hast du denn? Naja. Naja. Nicht so berauschend, wa? Wir werden sehen, okay. Aber Metall haben wir demnächst genug. Das ist super. Können wir noch nicht allzu viel mit anfangen, aber was wir haben, haben wir. So, auf geht's rein damit.
sehr gut. Das freut mich natürlich sehr. Was habe ich denn da vor? Ich weiß es nicht. Ah, das Wasserglas, ja genau. Damit wir nicht verdursten. Erstmal schnell das Wasserglas. Das wäre natürlich super. Haben wir eins gebaut. Freut mich definitiv. Oder bauen wir eins? Kristall und Zement. Zement haben wir schon gelernt. Sehr gut. Dann wollen wir den noch herstellen. Kristall haben wir, glaube ich, da noch irgendwo in der Kiste. Aber hier erstmal Zement herstellen. Genau. Unser Fleisch braucht noch ein bisschen. So, wie sieht's aus? 7 brauchen wir, glaube ich, ne? Kristall, nicht sehr viel. Haben wir noch irgendwo anders? Mal gucken. Ah, hier, ja, super. Gleich her damit. So. Achso, ja, der Zement. Das ist noch nicht genug. Aber jetzt, super. Ein Wasserglas. So soll es sein. Nächste Gelegenheit wird das Ding erstmal aufgefüllt. Wasser ist wichtig. Wasser ist wichtig. So. Mal gucken. Ja, Metall holen ist natürlich immer nicht schlecht. Man levelt ja auch ganz gut. Von daher schon ganz praktisch. Leder bräuchten wir auch. Ach du Armer, jetzt kriegst du ein paar Pfeile. Ach man, ja, es ist immer ärgerlich, dass man die Armen leider immer töten muss, aber man braucht ja Leder, es hilft ja alles nichts. Ja, von daher. Auf geht's. Armee? Das ist wenige. Gut, aber so haben wir auch gleich wieder Fleisch und das ist nun mal ein Survival-Game. Auf geht's. Auf, auf, auf. So. Da war irgendwo ein Trike in der Nähe. Nicht, dass wir dem eine kloppen, aber ich glaube, der schafft er schon. So. Sehr viel Leder. Ach, da hinten. Super. Na, das bringen wir erstmal nach Hause in Sicherheit. Ja. Bisschen Fleisch braten. Ja. Zu essen brauchen wir ja auch genug. Das hilft ja nichts. Soll uns aber auch nicht alles schlecht werden. Vielleicht schauen wir mal nach einer Preserving Bin. Wenn ich die Ressourcen dazu habe, bauen wir schnell eine. Huch, lag. Okay. Was fehlt uns denn? Steine. Hammer. Holz. Dann wollen wir mal gucken, was brauchen wir noch? Fasern. Okay, wir sammeln Fasern.
kriegt ja Gott sei Dank genug raus da. Gucken, ob's reicht. Ja, sieht gut aus. Gleich S Plus am besten. Genau. Und dann platzieren wir das und dann hält das schön mit ein bisschen Zündpulver, welches wir auch gleich noch herstellen. Unser Fleisch und unsere Beeren und so ein bisschen frisch. Das ist, glaube ich, schon ganz okay. So, platzieren ist bei S Plus immer so eine Sache. Man sieht nicht, wo es anfängt und aufhört. Fertig. Okidoki. Jetzt haben wir kein Zündpulver, oder? Hm. Mal gucken, ob wir was herstellen können. Haben wir das schon gelernt? Hm. 3 Points machen wir. Stein und Flint. Ja. Genau, stellen wir erstmal ein bisschen her, damit wir die Preserving Bin dann in Gange kriegen. Das schaffen wir schon. Geht ja relativ schnell. Das macht unser Fleisch. Das kann dann gleich da rein. Ah, das dauert noch ein bisschen was. Mal ganz gut aus. Den Anfang nehmen wir das erstmal. Rein damit. So. Und unser Fleisch hält jetzt ein bisschen länger. Ja, als das andere auf jeden Fall. Das ist immer gut. Immer gut. So, die Beeren können eigentlich auch da rein. Jedenfalls die, die wir gebrauchen können. So weit, so gut. Alles klar. Unser Metall läuft gut. Super, wir haben ja schon eine ganze Menge. Perfekt. So, unser Fleisch brät hier auch noch schön vor sich hin. Das hilft alles nichts. Ja, wie gesagt, wir müssen demnächst mal gucken, dass wir uns jemanden suchen, der uns ein bisschen in Ark begleitet, damit wir ein Transporttier haben für Beeren zum Farmen und wenn wir mal ein bisschen mehr Holz holen oder ein bisschen mehr Metall. Wir können ja jetzt auch nicht endlos tragen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja, wir brauchen natürlich ein paar Narkosepfeile bis dahin. Und dazu brauchen wir erstmal Narkotics. Ja, das heißt, wir müssen erst noch ein bisschen selber farmen. Ne? Hilft alles nichts. Was tut man nicht alles? So, vielleicht gammelt noch. Oh, so viele. Wir ziehen die mal unten in die Hortbar, dann kann ich gucken, wie viele wir gesammelt haben. Das ist also Wahnsinn, dass man immer so ganz viele kriegt. Aber Ark ist so, was man sucht, findet man auf keinen Fall. Ich ziehe jetzt los und will Narkobären sammeln und krieg alles andere, nur keine Narkobären. Ist schon klar, oder? Naja. Aber ein bisschen was selber farmen müssen wir schon noch. Brauchen ja erstmal Pfeile. Und dazu Narkotics hilft nichts. Gut. Also, suchen, suchen, suchen. Sammeln, sammeln, sammeln. Oh, na gut. Wir nehmen mal den großen vielleicht. Kriegen wir da ein bisschen mehr raus? Was ist denn das für ein Riesenbusch? Mal gucken. Narkotex? Auch nicht wirklich. Hier keine Narkosebären. Fasern, Ammerbären, Tintobären, Asulbären. Hm. Nicht eine Narkosebeere? Sehr schön. Wir bleiben bei den Kleinen. Ja, was willst du machen? Kartoffelsaat, ne? Das ist auch mal schön. Das hat eine Kartoffelpflanze. Naja, gucken wir mal. Bären, Bären, Bären. Aber wirklich keine Narkobären. Hm. Da werden wir uns ein bisschen tot suchen müssen. Es hilft alles nichts. Also, ah, 2 Narkobären, super. Immerhin. Naja, vielleicht sollte ich im Ofen ein bisschen farmen, damit wir ein paar Narkobären rankriegen, aber... Naja, vielleicht möchtet ihr auch dabei sein, das weiß ich nicht. Das ist ein bisschen langweilig, wenn man nur Büsche pflückt hier. Mio, da haben wir. Hm. Alles Mögliche haben wir. Oh, eine Narkobeere hier. Ja, 4 kriegt man da wirklich nicht raus, also. Aber ein bisschen was müssen wir schon noch tun. Hilft ja nichts.
hier noch. Tja. Das ist eine nervige Sache, also da müssen wir lange, lange suchen für. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Das bringen wir jetzt erstmal nach Hause und gucken, was unsere Metallen macht. Rein. Gleich rein, die Bären. Wie viele kriegen wir denn da raus? Ja, wow. Ja, ein paar. Immerhin, ne? Mühsam. Aber es wird schon. Gammelfleisch da rein, damit das Gammelfleisch nicht vergammelt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.